Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer PwC Accounting and Reporting Talks. Ende April 2022 hat die EFRAG Konsultationsentwürfe zu den künftigen europäischen Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung, die sogenannten European Sustainability Reporting Standards, kurz ESRS, veröffentlicht. Die Standards legen Umfang und Struktur der künftigen Berichterstattung unter der Corporate Sustainability Disclosure Directive, CSRD, fest. Sie sollen ab der Berichtsperiode 2024 gelten. Ja, und wir möchten Ihnen in diesem Webcast einen Überblick über die Standardentwürfe und die damit verbundenen Herausforderungen in der Berichterstattung geben. Wir, das sind meine Kollegin Nicolette Behnke, Partnerin bei Sustainability Services von PwC, und ich, Nina Schäfer, aus dem National Office. Ja, Nicolette, welchen Rahmen spannen die ESRS über die künftige Nachhaltigkeitsberichterstattung in der EU? Die CSRD sieht vor, dass die EFRAG die ESRS ausarbeitet und der Europäischen Kommission als fachliche Empfehlungen unterbreitet. Die Kommission wiederum verabschiedet die ESRS als delegierte Rechtsakte, womit sie dann für alle betroffenen Unternehmen unmittelbar verbindlich werden. Entsprechend den Vorgaben der CSRD decken die Standardentwürfe das gesamte Spektrum der Nachhaltigkeitsthemen Environment, Social und Governance ab. Sie bauen auf anerkannten Rahmenwerken wie GRI und TCFD auf. Zudem sind sie mit ihrer Bezugnahme auf den europäischen Green Deal, die Offenlegungsverordnung SFDR und die EU-Taxonomieverordnung in den bestehenden europäischen Rechtsrahmen eingebettet. Dies ist somit ein bedeutender Schritt in Richtung einer einheitlichen Anwendung. Gleichzeitig lassen sich aber weltweit weitere Standardsetzungsaktivitäten im Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung beobachten. So hat das von der IFRS Foundation gegründete internationale Gremium ISSB Ende März ebenfalls Entwürfe für künftige Sustainability Disclosure Standards veröffentlicht. Ziel ist es, eine sogenannte Global Baseline zu schaffen. Ja, wie verhält sich dies zu den ESRS? Ja, ganz richtig, Nina. Das Verhältnis ESRS zu den ISSB-Standards wird intensiv diskutiert. Einerseits ist es so, dass die ESRS aufgrund der Anforderungen der CSRD, insbesondere an die doppelte Wesentlichkeit, über die Global Baseline des ISSB hinausgehen müssen. Andererseits verlangt die CSRD die Berücksichtigung von internationalen Standardsetzungsinitiativen in größtmöglichem Umfang und nennen hier auch das ISSB als globalen Mindeststandard-Setter. Viele verlangen mehr Konvergenz und es wird sich zeigen, ob die ESRS-Entwürfe dahingehend noch deutlich überarbeitet werden. Ja, dann lass uns einen näheren Blick auf die ESRS werfen. Insgesamt wurden Entwürfe zu 13 sektorübergreifenden Berichtsstandards veröffentlicht. Zwei sogenannte Cross-Cutting-Standards beinhalten grundlegende Prinzipien und Konzepte für die Erstellung und Darstellung der sogenannten Sustainability-Statements. Dies umfasst unter anderem das Konzept der doppelten Wesentlichkeit oder Vorgaben zum Einbezug der gesamten Wertschöpfungskette in die Berichterstattung. Ja, zudem enthalten diese Cross-Cutting-Standards übergreifende Angabepflichten zur Einbettung von Nachhaltigkeitsaspekten in die Strategie, das Geschäftsmodell, die Unternehmensführung sowie zur Identifikation und Steuerung von wesentlichen nachhaltigkeitsbezogenen Auswirkungen, Risiken und Chancen. Die anderen 11 Berichtsstandards definieren die Angabepflichten in Bezug auf themenspezifische Nachhaltigkeitsaspekte. Ja, und sie unterteilen sich in I, S und G Standards. Nicolette, was verbirgt sich dahinter? Ja, für den Umweltbereich wurden 5 Berichtsstandards erarbeitet, die sich an den bereits bekannten Umweltzielen der EU-Taxonomieverordnung orientieren. Klima, Verschmutzung, Wasser, Biodiversität und Kreislaufwirtschaft. Und die 4 Sozialstandards orientieren sich an der potenziell betroffenen Stakeholdergruppe. Dies kann man sich gut als einen immer größer werdenden Kreis vorstellen, ausgehend von den eigenen Arbeitskräften, weiter zu den Beschäftigten in der Wertschöpfungskette, den betroffenen Gemeinschaften sowie letztendlich den Endnutzern und auch Verbrauchern. Und die 2 Governance-Standards adressieren zum einen die Unternehmensführung
sowie die internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme, zum anderen die Strategie, Prozesse und Leistung des Unternehmens in Bezug auf verantwortungsvolle Geschäftspraktiken. Und die thematischen Standards fordern umfangreiche Angaben zu den jeweiligen Auswirkungen, Risiken und Chancen zur Umsetzung der Strategie, zu den vorhandenen Konzepten, den gesetzten Zielen, Maßnahmen und Ressourcen. Zudem sind aber auch zahlreiche quantitative und qualitative KPIs anzugeben. Nicolette, du sagst es, sehr, sehr umfangreiche Berichterstattungspflichten. Also insgesamt sind es 137 Angaben, aber das ist eigentlich nur die Spitze des Eisbergs, denn die Anwendungsleitlinien erweitern die anzugebenden Informationen nochmal erheblich. Und zusätzlich wird zu einem späteren Zeitpunkt eine Vielzahl an sektorspezifischen Nachhaltigkeitsstandards erwartet. Nicolette, können die Unternehmen auswählen, welche Angaben sie machen? Nein, erst einmal gilt, alle Standards bzw. Angaben sind als wesentlich zu betrachten. Es sei denn, das Unternehmen kann dies anhand einer Wesentlichkeitsanalyse widerlegen. Daher ist die Wesentlichkeitsanalyse das Herzstück der künftigen Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ja, du als Expertin für Nachhaltigkeitsberichterstattung, wie ist deine Einschätzung zu den Entwürfen? Ja, also wie bereits erwähnt, ist es der EFRAG gelungen, in sehr kurzer Zeit ein umfassendes Set an Nachhaltigkeitsstandards zu entwickeln. Gleichzeitig lässt sich aber auch beobachten, dass Umfang, Komplexität und Granularität die Anwender vor sehr große Herausforderungen stellen. Hinzu kommt, dass einige Entwürfe, etwa der zum Klimastandard, schon wesentlich weiterentwickelt sind als andere. Die meisten Unternehmen werden in Bezug auf Biodiversität wenig bzw. gar keine Erfahrung in der Berichterstattung haben, da die notwendigen Methoden und Tools zur Erhebung der Daten gerade erst im Entstehen sind. Nun, es kann sich noch einiges in den finalen Berichtsstandards ändern. Die gerade erst final verhandelte CSRD sieht Erleichterungen innerhalb der ersten Jahre in Bezug auf die Wertschöpfungskette vor. Zudem könnte es sein, dass einzelne Standards oder Angaben erst phasenweise eingeführt werden. Es bleibt also wirklich spannend, wie die endgültigen Standards aussehen werden. Ja, letzte Frage noch. Sollten sich denn die Unternehmen jetzt schon mit den Standardentwürfen auseinandersetzen? Das empfehle ich dringend, denn die Entwürfe zeigen eindrücklich, wie umfassend und detailliert die künftigen Berichtsanforderungen ausgestaltet sein werden. Die Bereitstellung der erforderlichen Daten bringt entsprechend hohe Herausforderungen an die internen Informations- und Kontrollsysteme der Unternehmen. Daher sollten die Unternehmen die Entwürfe bereits jetzt im Rahmen ihrer Wesentlichkeitsanalyse würdigen und sich fragen, wo steht mein Unternehmen heute? Dies kann durchaus aber auch als Chance verstanden werden. Die langfristige Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in die Strategie und das Geschäftsmodell ist elementare Voraussetzung, um die Nachhaltigkeitsberichterstattung dann tatsächlich auf Augenhöhe mit der Finanzberichterstattung zu bringen. Ja, vielen Dank. Und mit dieser Empfehlung sind wir am Ende dieser Folge der Accounting and Reporting Talks von PwC angekommen. Bis zum 8. August haben Sie noch Zeit, an der öffentlichen Konsultation teilzunehmen und so die finalen ESRS mitzugestalten. Wir hoffen, unsere Diskussion hat Ihnen gefallen und wir würden uns sehr freuen, Sie bald wieder bei einem unserer Webcasts begrüßen zu dürfen. Wir wünschen Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal.